So, moin liebe Leute, wir wollen uns mal anschauen, ob sich das überhaupt lohnt von der Ausbeute, wenn man ein Norddach belegt. Ich habe schon ganz viele Videos darüber gemacht, wie man das am besten machen kann. So eine Auslegung mal für sich, das werde ich euch in diesem Video zeigen. Viel Spaß dabei. Wenn euch solche Sachen interessieren, gerne ein Abo dalassen oder einen Daumen nach oben und uns auch gerne bei PayPal unterstützen, wenn euch meine Videos weiterhelfen. Wir gehen einfach wie immer auf die Seite von Aceflex, schauen uns hier mal an, wie wir so eine Solaranlage konzipieren und schauen uns dann halt auch an, wie viel Strom da rauskommt. Also, gehen hier runter, Programm starten, ganz easy und gehen natürlich wieder hier auf Akzeptieren, Nutzungsbedingungen, auf den großen Quickplan, also die detaillierte Version. Ihr könnt auch die kleinere nehmen, das geht auch. Ihr wollt ja nun mal wissen, was Sache ist, ne? Privater Haushalt, 4000 Kilowattstunden Verbrauch, Objektart Satteldach. Das ist auch so. Art des Bauvorhabens, das ist eine Neuanlage. Ihr seht, ihr könnt da schon ganz viel auch schon am Anfang rein machen. Und da suchen wir uns jetzt einfach mal ein Haus raus mit einem Norddach. So, liebe Leute, ich habe uns einfach mal ein Haus rausgesucht. Der eine oder andere erkennt es vielleicht, und zwar mit einer Südseite und einer Nordseite. Jetzt werden wir mal anfangen, uns hier das Dach zu belegen. So, und zwar geht ihr einfach hier oben rauf, geht auf Weiter, habt das Dach rausgesucht und markiert jetzt einmal hier die Seitenkanten von dem Dach, damit ihr wisst, wie viel Quadratmeter sind das eigentlich, was passt da drauf. Und ihr seht das hier auch schon, hier haben wir die Besonderheit, dass hier ein Dachfenster ist, das heißt, da können wir keine Solarmodule hinlegen. Jetzt einmal nochmal die Traufe auswählen, also da, wo es runtergeht, damit das Programm das auch erkennt. Und dieses Dach hier ist nicht so steil, das heißt, wir können da doch relativ viele Solarmodule auch drauf legen, beziehungsweise auch im Winter kommt da die Sonne so ein bisschen besser hin, als wenn es sehr steil wäre nach Norden. Und was kriegen wir jetzt hier drauf? Drei Reihen, das passt auch ganz gut. Die Neigung von dem Dach hier, Berechnung, könnt ihr noch verändern. Also ihr könnt hier die Neigung vom Dach verschieben. Das dann nimmt er halt eine Reihe weg oder auch nicht. 30 Grad, das passt, glaube ich, ganz gut. Übernimmt das automatisch, wenn ihr wisst, euer Dach hat hier eine bessere oder eine andere Neigung, könnt ihr es einfach verstellen. Jetzt haben wir hier eine Anzahl von Modulen und 15,5 kW Peak passt hier auf eine Seite drauf. Seid gespannt, was dann da am Ende rauskommt. Und hier könnt ihr nochmal eine Verzerrung vornehmen. Also wenn Google das nicht richtig gemacht hat, könnt ihr das hier nochmal so ein bisschen verstellen. Passt da aber eigentlich schon ganz gut. Ich stelle es mal wieder zurück. Und dann ist auch die Anzahl der Module kann dann nochmal ein bisschen variieren, ne? Er nimmt dann hier wieder welche weg oder packt welche dazu, je nachdem. So, hier haben wir ja ein Dachfenster, das heißt, da müssten wir jetzt mal eins wegnehmen. Und dann hätten wir hier 15,2 kW Peak. Wenn ihr jetzt das andere Dach auch noch belegen wollt, hier oben gibt es einfach weitere Dachflächen und dann könnt ihr da nochmal eine neue Dachfläche belegen und dann alles in Addition sehen. Waagerechte oder schwarze Module, also ihr könnt hier einmal waagerecht einstellen oder dann halt auch wieder wegnehmen. Hier waagerecht geht auch ganz gut, ne? Habt ihr gesehen. Oder dann auch schwarze Module finde ich gut. Was ich nicht so gut finde, ist, ihr seht ihr hier, hier springen dann immer wieder die Module, die ich schon eigentlich eingestellt hatte, wieder weg. Aber gut, zeigen wir euch dann hier nochmal. So, ich habe jetzt mal schwarze Module genommen, weil das gut aussieht. Und wir schauen uns jetzt mal an, was da eigentlich dann runterkommt. Wenn wir hier 41 Module, sagen wir mal 400 Watt drauf kriegen würden und ob sich das dann am Ende auch rechnet. Immer so eine Sache mit dem Rechnen, wisst ihr selber, vor allen Dingen, wenn ihr noch einen Speicher dazu tut. Aber wenn ihr vor allen Dingen im Wintermonaten auch Strom haben möchtet, dann ist so eine Nordseite gar nicht so verkehrt. Je mehr ihr dann auf dem Dach liegen habt, desto besser, weil dann auch in so Tagen, wo dann nur ein bisschen die Sonne scheint oder wo es regnet und bewölkt ist, dann einfach auch ein bisschen Strom kommt, aber wirklich wenig. Ne? Und je mehr Solar ihr auf dem Dach habt, desto besser. Deswegen würde ich immer dazu tendieren, wenn ihr so ein großes Dach habt und eine Nordseite und ihr habt das Geld übrig,
legt sie mit voll. Wenn er sagt, nee, das kann ich mir eigentlich im Moment einfach noch nicht leisten, dann müsst ihr halt noch mal ein bisschen warten und vielleicht ein bisschen Geld sparen und es dann machen. Jetzt haben wir es einmal berechnet. Ihr seht das auch hier. Ihr könnt dann die Dachneigung noch verändern, Südabweichung bzw. die Nennleistung und halt noch viel, viel mehr ins Detail gehen bei diesem Programm. Das ist wirklich beeindruckend. Und ihr seht hier, wir haben jetzt ja 400 Watt Modul genommen, 16,4 kW Peak. Und diese 16,4 kW Peak übers Jahr liefern die 9.470 Kilowattstunden, was relativ große Nummer ist. Ich hätte jetzt gedacht 8.000 Kilowattstunden, wenn es noch ein bisschen steiler ist, vielleicht das Dach, dann ist es weniger. Ungefähr die Hälfte von dem, was ihr an kW Peak habt, könnt ihr dann rechnen, wird auch an Kilowattstunden erzeugt. Das heißt, auf der Südseite, da ist es sogar ein bisschen mehr. Wir haben in Deutschland, also hier jetzt zum Beispiel, haben wir in Deutschland ungefähr so 1000 Watt auf dem Quadratmeter, was die Sonne an Leistung zur Verfügung stellt. Und eine kW Peak auf der Südseite schafft so 1000 Kilowattstunden, vielleicht 1200 Kilowattstunden pro kW Peak, wenn es ein bisschen weiter im Süden ist, im Norden, wo es dann mal öfter neblig ist oder das Wetter einfach schlechter ist. Und nicht Freiburg, sondern irgendwie Kiel, ja, da schafft es dann vielleicht nur 800 oder 900 Kilowattstunden. Aber so im Durchschnitt 1000 Kilowattstunden pro kW Peak, damit könnt ihr schon rechnen. Und wenn ihr jetzt hier das seht, dann schafft so eine normale PV-Anlage auch auf dem Norddach die 9.500 Kilowattstunden fast. Und das ist wirklich relativ viel Strom. Ja, also das ist wirklich richtig gut auch. Und man kann dann sagen, es würde sich schon lohnen, eine Nordseite mitzubelegen, wenn ihr jetzt natürlich das Geld übrig habt. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt auf die reine Wirtschaftlichkeit guckt und ihr auch mit Einspeisevergütung macht und etc. pp., überlegt es euch, könnt auch mal mir eure Erfahrung bitte schreiben. Hat es sich für euch gelohnt, die Nordseite mitzubelegen? Viele Leute machen das und es ist sehr erfolgreich. Und ihr seht dann hier unten auch ungefähr, was das kosten würde. Bei Aceflex könnt ihr dann theoretisch auch noch weiter hier runtergehen und könnt euch mal einfach so ein Angebot zukommen lassen. Die haben einmal die Möglichkeit, dass man die komplette Solaranlage bei denen bestellt, aber die installieren auch selber. Und mein Tipp an euch, wenn ihr mal so ein Angebot habt, holt euch noch ein zweites, holt euch noch ein drittes oder holt euch, wenn ihr ein anderes Angebot habt, vielleicht von denen auch noch mal eine. Vergleicht das mal miteinander. Wie teuer ist das Ganze denn eigentlich und lohnt sich das dann überhaupt für mich? Vor allen Dingen den Leuten, die im Winter mit Wärmepumpe heizen wollen. Ja? In diesem Fall bei so einem Haus würde ich sagen, ist das wahrscheinlich, dass sie in den nächsten 20 Jahren eine Wärmepumpe kriegen. Dann auf jeden Fall das Dach mit voll machen. Hier würde ich sogar auch noch die Garage noch mit voll machen, dass man erstmal am Ende vielleicht wirklich fast 30 kW Peak da auf den ganzen Dächern liegen hast. Oder wenn ihr ein Elektroauto habt. Ne? Natürlich auch so viel Strom wie möglich selber produzieren. Das ist das A und O in meinen Augen, auch für die Energiewende, für euch zu Hause, aber dann auch für die im Netz. Das wäre eine ganz gute Geschichte. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Norddach belegen würdet oder nicht. Oder ob ihr diesen ganzen Photovoltaik mal für Hokuspokus haltet. Würde mich auch mal interessieren. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ihr nicht billiger Strom machen könnt als mit Photovoltaik. Vor allen Dingen natürlich, wenn viel runterkommt auf der Süd-, Ost- oder Westseite. Und wenn ihr es habt, dann würde ich die Nordseite auch mit belegen, weil das sind dann auch kW Peak oder kWh Kilowattstunden, die man gut gebrauchen kann, vor allen Dingen dann im Winter. Ne? Also in diesem so im Sinne, lasst mir gerne ein Abo da, wenn euch solche Sachen interessieren und wenn euch was weitergeholfen hat, dann gerne einen Daumen hoch da lassen oder auch bei PayPal uns unterstützen. Wir geben das Geld weiter an gemeinnützige Organisationen. Und freuen uns über eure Unterstützung. In diesem Sinne, macht es gut, macht die Dächer voll, jedes kW Peak zählt. Bis dahin, euer Felix. Ciao.